Bundesinnenminister Horst Seehofer hat spürbare Konsequenzen für Asylbewerber aus Syrien angekündigt, die nach ihrer Flucht für private Zwecke in das Land zurückkehren. Wer als syrischer Flüchtling regelmäßig in Syrien Urlaub mache, könne sich nicht ernsthaft darauf berufen, in Syrien verfolgt zu werden, sagte Seehofer der Bild am Sonntag. Entsprechenden Heimaturlaubern müsse man den Flüchtlingsstatus entziehen. Wie viele Menschen das betreffen könnte, blieb offen. Wenn dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Reisen in das Herkunftsland bekannt würden, werde in der Behörde sofort ein Widerruf des Flüchtlingsstatus geprüft, erklärte Seehofer. Zudem werde die Entwicklung in Syrien beobachtet. Wenn es die Lage erlaube, werde man Rückführungen durchführen.